Hallo meine lieben Klötzchen, herzlich willkommen zu einer nächsten Folge Let's Play. Oi, also, ich habe gemerkt, mir ist da ein kleiner Fehler unterlaufen. Ja, also, ihr seht schon, ich habe da schon ein paar Mauern aufgestellt. Also, erstens, hatte ich die Abstände rechts und links nicht auf 7 beide, sondern es war immer irgendwie 4 und das andere 7. Deswegen konnte der Golem spawnen. Zweitens habe ich gemerkt, dass dieser Golem, der draußen gespawnt ist, auf meine Buschis kommen kann. Das geht mal gar nicht. Also werden wir das jetzt einfach in einen Garten verwandeln. Ganz einfach. Dann mache ich mal weiter. So. Eins, zwei, drei. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, passt immer noch nicht. Warum passt das? Wenn das nicht passt, wird es passend gemacht. Ganz einfach. Ja. Und dann sitze ich einfach, schick wie ich bin, wollte ich eigentlich Zäune da reinsetzen. So, jetzt seht ihr schon, das geht nicht. Also müssen wir jetzt sehen, dass wir uns Zauntore machen. Jetzt habe ich noch 29 Sticks, aber nicht mehr genügend Zeug. Hey, es fängt schon gut an. Dann müssen wir gleich erstmal Bäume fällen gehen. So, weil nämlich das Geheimnis ist, wenn ihr Zauntore nehmt, die passen dazwischen. Dort. Wichtig ist ja nur, dass, wie gesagt, der Herr Golem da nicht hinspawnen kann. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal gleich schlafen. Und dann holen wir uns ganz einfach noch ein bisschen Eiche. Hier steht ja genug rum. Und werden dann die Zauntore da mal machen. Weil ich finde das so hässlich, wenn man da jetzt. Ich hätte jetzt auch überall Teppich oder Falltüren rauflegen können. Aber das finde ich nicht schön. So sieht es schöner aus. Und vor allen Dingen hat es den Vorteil, ihr kommt durch. Der Golem nicht, aber wir kommen durch, weil wir können ja die Zauntore aufmachen. Also machen wir da eigentlich gleich einen Garten draus. Okay. Gut, dann gehen wir mal nach dem Frühstück ein paar Eichen fällen. So. Schauen wir doch mal, was wir noch ans Eichen haben. Das ist eine Schlucht. Der Sonne endlich. Und um unseren Freund, den Golem, müssen wir uns auch gleich kümmern. Ich meine, momentan stört er nicht, also es funktioniert mit der Eisenfarm. Also. Aber wir möchten das ja effizienter gestalten, also müssen wir uns jetzt die Mühe machen, da Zauntore vorzu. Ja, das bleibt leider jetzt nicht. Also wieder fleißig Bäume fällen, weil Holz haben wir so gut wie gar nicht mehr. Wir müssten sowieso jetzt mal langsam beigehen und um ein bisschen effizienter zu spielen, so kleine Mini-Farmen zu machen. Ich möchte aber nicht diese tierquälerischen Farmen machen, wenn ihr versteht, was ihr wollt. Also alle Kühe in ein Loch reinschubsen. Klar ist das gut, aber irgendwie passt das nicht, finde ich. So, jetzt muss man halt nur Eiche. Oh, hier ist ein Bienennest. Nein, das fällen wir nicht. Nur Eiche. Bei Birke kann ich jetzt nicht gebrauchen, weil dann würden ja Birkenzäune entstehen. Guck mal hier nicht. So, okay. Nehmen wir das hier auch noch mit die vordere Reihe. Machen uns gleich Zauntore. Ich glaube, Mauern haben wir auch nicht genug. Nee, ich habe nur noch 4 Mauern. Jetzt, wir müssten gleich mal im Haus gucken, ob wir da noch genügend Stein haben, den wir brennen und umwandeln können. Ja, ihr wisst ja, im Haus habe ich ja meine Steinsäge. Ja, weil wenn wir das so lassen, wie gesagt, ist es nicht ganz so effektiv. Es macht nicht besonders Sinn. Übrigens hat die Farm einen Vorteil. Die funktioniert nämlich nur, soweit ich weiß, wenn ihr in der Nähe seid. Ja, also
Es ist eine serverfreundliche Variante, sag ich mal so. Und da wir ja sowieso vorhaben, dann ganz viel zu bauen noch. Ja, passt das. Weil wir haben ja gesagt, wir wollen das hier alles richtig schön machen. Und ich habe überlegt, dass ich vielleicht mal eine neue Art von Haus probieren werde. Ein bisschen, ich sag mal, epochenmäßig vorangeschritten. So, und schauen wir doch mal. Wir haben davon noch was. Davon haben wir noch was. Haben wir noch. Nö. Okay. Steinsäge nehmen, Stein reinlegen und dann haben wir hier gleich die Mauern. Das reicht, Dicke. Schön. Okay, haben wir ja eigentlich noch Eichenholz, was wir mitnehmen können. Hier haben wir noch Eichenholz und haben wir noch Eichenholz. Dann nehmen wir das da rein, das brauchen wir dann nicht. Okay, weil, wie gesagt, wir hätten jetzt auch zum Beispiel die Schilder dazwischen machen, aber die sind halt in der noch nicht so für uns aktuell, ganz einfach aus dem Grund, weil wir brauchen dafür Eisen. Die sind zwar schöner, aber wie gesagt, die sind sehr kostenintensiv. Also verzichten wir der erste. Das können wir später irgendwann mal machen. So, dann werden wir mal weiter unseren Zaun ziehen. In der Hoffnung, dass die Rechnung dann aufgeht. Also wie gesagt, man muss viel überlegen. Wenn ihr merkt, dass etwas nicht gleich funktioniert, nicht aufgeben, weitermachen. Ausprobieren. Testet es aus, was könnte man tun und mit ein bisschen Logik, um zu verhindern, dass bestimmte Dinge halt nicht passieren, die halt nicht erwünscht sind. Das kriegt ihr hin, glaubt's mir. Und ihr seht ja, wir haben ja immer noch diesen hässlichen Steinquader da, den werden wir auch noch aufhübschen. Die kriegen dann richtig schönes Haus hin. So, okay, dann schauen wir doch mal. Wir brauchen Zauntore noch. Ah, ich brauche noch Sticks. Ja. Haben wir noch Sticks? Meine Maus will ich schon wieder nicht. So. Hallo, ich möchte gerne Zauntuch. So, 18 Stück. Das wird auch nicht reichen. Das kriegen wir alles noch hin. Wartet mal, wir machen mal. Die Hälfte machen wir da noch mal, dann setzen wir den noch auf und machen uns noch mehr Zauntor. Haben wir Nummer 8. Vielleicht reicht das ja. Okay. Ich sehe es nicht, aber ist ja alles kein Problem. Immerhin. So, dann müsste das hier nämlich auch alles passen. So, okay. Man kann natürlich auch diese Dreier machen, also das kann man auch machen. Aber dann brauchen wir noch mehr Zauntore. Also auch nicht wirklich sinnvoll. So, nehmen wir mal die Mauern wieder. Immer einen Abstand lassen. Ah, dieses Gras hier überall. Einen Abstand lassen. Ab. Bin immer der Meister der Verzierkünste. So, okay. Und dann setzen wir wieder die Zauntore rein. Ihr braucht ja einfach nur die auf den Boden anklicken und dann setzen die sich rein. Ich habe früher immer gedacht, man muss die Mauer anklicken. Und dann saß das natürlich immer, je nachdem, wo man gestanden hat, immer falsch drin. Gut, nächste Reihe. Ich sag's ja, es wird reichen. Naja, egal. Wir haben ja Zeit, wir sind ja nicht auf der Flucht hier. So, und das Schöne ist ja, dass diese Eisenfarm auch tagsüber halt funktioniert. Es ist das Praktische dran. Also sie funktioniert nicht nur nachts, weil wenn ihr den jetzt ohne Zombie gebaut hättet, dann würde sie nur Tatsache nachts funktionieren. Aber so, ja, ich hab's mir fast gedacht. Okay, dann müssen wir doch mal sehen, dass wir doch noch mal das Holz holen aus dem Haus. Oh, man sollte eigentlich immer alles bei haben. Aber ist nicht weiter schlimm. Es ist nun mal so. Und vor allen Dingen, was wir auch machen müssen, wir müssen mehr Wege anlegen, wir müssen das Dorf verschönern.
Und ich habe so Lust, wieder auf Abenteuer zu gehen. Aber das ist halt so. Wenn man hier richtig was Schönes machen will, dann muss man halt auch leider bautechnisch viel machen. So, mal schauen, ob das dann reicht. Probieren wir es gleich hier aus. Jetzt müssen wir noch mal sehen, dass wir nachlegen. So. Und ich habe immer lieber zu viel von etwas als zu wenig, sage ich mal so. Okay, dann machen wir mal. Da kriegen wir auch nochmal 18. Ich habe mal Glück und es reicht jetzt. Wenn nicht, haben wir ja noch ein bisschen Holz als Ersatz. Das geht schon. Und so weit sind die Wege momentan noch nicht. Aber ich möchte hier halt noch so ein bisschen mehr bauen. Vor allen Dingen möchte ich den Villagern schönere Häuser bauen. Weil ihr wisst ja, wir haben ja die unterirdische Trading Hall, aber oben möchte ich halt auch noch so ein bisschen aufhübschen. Und noch ein paar Villager mehr holen. Hallo Katze. Die kriegt ihr übrigens nur mit Fisch. Und wenn ihr euch anschleicht. Ja. Und das Schöne ist, die verjagen die Creeper. So, okay. Das werden wir dann später auch machen. Wir werden uns dann auch ein paar Haustiere anlachen und. So, okay, dann geht's weiter. Sperren den Golem. Halt den Golem jetzt aus. Ja. Noch kann er rauf, gleich kann er nicht mehr rauf. Ja, Herr Golem. Gleich hat ihr letztes Stündlein geschlagen, glauben Sie mir. Ja, brauchst gar nicht so doof gucken. Okay. Gut, und jetzt müssen wir das machen. Bogen habe ich mit. Sehr schön. Und den werden wir mal. Hinterrücks ihn mal anschießen. So, nehmen wir mal ein bisschen Metallverarbeitung hier, so ein bisschen. Guck mir mal reden, die Ohren, die sind nicht so laut. Gehen Sie doch mal tot, das wird noch. Da, jetzt aber. Sammeln schnell das Eisen ein und dann gehen wir mal ins Bettchen. Das ist mein Bett. Wo der Villager jetzt herkommt, weiß ich auch wieder nicht. Ausgebrochen kann er nicht sehen. So, das heißt, jetzt müsste diese Farm effektiv laufen. Das Schöne ist, wir können durch, andere nicht. Und dann müsste das eigentlich funktionieren. Jetzt, ihr wisst, hier hängt unsere Kiste. Also, wir sind jetzt bei 9. Gut. Okay, also so wäre das dann auch bei dir dann vonnöten. Allerdings wurde mir auch gesagt, die kann deswegen nicht so gut arbeiten, weil sie das Problem hat, dass sie zu nah beim Dorf wäre. Also ich erinnere mich, dass wir in Hardkern das auch eigentlich relativ nah hatten und so. So, jetzt müssen wir mal überlegen, weil ich habe ja gesagt, dass wir hier eigentlich ein Häuschen drumherum bauen müssen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir Ressourcen beschaffen. Also erstmal alles hier rauspfeffern, was wir jetzt nicht brauchen. Eisen lasse ich mal drin. Warte mal, ich werde mir mal das Holz trotzdem drin lassen, weil wir brauchen Sticks. Jetzt sieht mein Werkzeug ist schon wieder relativ vergammelt. Dann nehmen wir die Werkbank auf jeden Fall mit. Gehen Sie mal weg. Ich hätte gerne meine Werkbank, danke. Ach, ich hatte ja noch eine im Inventar. Also wirklich. Können wir die wieder hinsetzen. So, aber das, was wir brauchen, ist unser Bett. Ne? Also unser Bett.
muss mit. So, und dann werden wir uns jetzt mal auf Steinsuche und dergleichen machen. Jetzt habe ich mir überlegt, ich möchte dafür aber andere Steine nutzen. Und bin jetzt am Überlegen, ob wir dafür ins Nether-Biom gehen und uns da schöne Keramiksteine holen. Und ich möchte Tatsache auch wieder Fichte haben. Das heißt, es wäre vonnöten, dass wir uns ein Fichtenbiom anschaffen. Also schauen, dass wir ein Fichtenbiom und so finden. Und ich würde sagen, wir werden dafür wieder auf ein kleines Abenteuer gehen. Was haltet ihr davon? Boot und so haben wir alles genug. Ich könnte mir noch ein Boot mitnehmen, man weiß ja nie. So, nehmen wir noch ein Boot mit. Auch mal sonst noch irgendwas. Mein Wassereimer. Milcheimer. Die Fackeln nehmen wir wieder in die Hand. Und dann würde ich sagen, wir werden diesmal nicht porten, sondern wir werden einfach laufen. Wir schauen mal auf der Map, wo wir noch nicht waren. Schaut mal, es ist eigentlich relativ viel, wo wir noch nicht waren. Und ich würde vorstellen, wir gehen genau in die Richtung. Also, auf ins Abenteuer. Yay! Dinge besorgen. Dann halten wir uns einfach jetzt hier mal so ein bisschen am Rand. Ihr seht, hier ist dasselbe Problem. Der Golem spawnt hier außerhalb. Wir können natürlich mal kurz gucken gehen, wie effektiv die hier war. Aber ich glaube, die hat halt dasselbe Problem. All die Golems können halt darauf. Aber es hört sich relativ gut an. Also ihr seht, die arbeitet effektiver. Nichts davon wegen, sie ist zu nah beim Dorf. Okay. Also können wir die hier erstmal so lassen. Das ist doch gut. Also die Eisenproduktion funktioniert zumindest schon mal. Das ist ja schon mal sehr schön. Okay. Machen wir uns auf. Und schauen doch mal, was wir hier noch so alles auf der Map entdecken. Habe ich eigentlich einen Pinsel mit? Nö. Und bei meinem Glück, sage ich euch jetzt eins, werden wir garantiert eine Ausgrabungsstelle finden. Ich habe so ein Gefühl. Okay. Also wir brauchen Fichte und wir brauchen schöne Steine. Gut, machen wir uns auf den Weg. Abenteuer ist. So. Ping, 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 ping. Übrigens wollte ich mich bedanken. Wir sind jetzt schon 1150 Klötzchen. Wow. Hätte ich so nie gedacht. So, jetzt muss man erstmal hier so auf unentdecktes Terrain. Sorry, wenn es jetzt wieder ein bisschen leckt, aber das ist, wisst ihr ja schon. Das ist immer, wenn die Map neu aufgedeckt wird. So, hier muss irgendwas mit Steinen sein in der Nähe. Hier sind Schäfchen. Hier sind doch schon mal viele schöne Steinchen. Schaut mal. Vielleicht finden wir hier sogar ein bisschen Kohle. Das wäre natürlich richtig gut. Eine Erdspalte. Da möchte ich jetzt nicht unbedingt reinkrauchen. Da ist Kohle. Sehr schön. Bei Kohle können wir ja nie genug haben, ne? Also falls wir unterwegs noch mal Steine brennen wollen. Kohle, Kohle, Kohle. Und dann nehmen wir gleich die Steine drumherum mit. Aber wir könnten natürlich jetzt beigehen und hier erstmal die ganze Schicht abmachen, aber wir wollen ja ein bisschen durch die Gegend wieder laufen. Also ich finde die Mischung zwischen Abenteuer und Laufen finde ich immer sehr wichtig. Wir werden uns mal vorsichtshalber gleich diese Kupferzeugs da mitnehmen. Wie gesagt, sollten wir wirklich eine Ausgrabungsstelle finden. Was natürlich sehr schön wäre. Dann haben wir gleich Kupfer und wir müssen dann noch gucken. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Hühnchen. Also für Federn und damit wir uns einen Pinsel machen können.
Weil ich habe gehört, hier in solchen Birkenwäldern, in solchen Hohen, gibt es dann auch mal Ausgrabungsstellen. Und dann hätten wir eigentlich das Material zusammen für so ein Pinselchen, den wir ja brauchen, um hier Ausgrabungen zu machen. So, und jetzt kommen wir halt so in Gebiete halt, wo wir noch nicht waren. Das heißt also, wenn es jetzt ein bisschen laggy wird, ist. Ja, das geht da ja schon. Okay. Weil das, was man nämlich nicht auf meiner Map sehen kann, sind die Ausgrabungsstellen. Das heißt, man stößt eher zufällig drauf oder man geht halt in den Zuschauermodus und sucht explizit. So. Aber ich sag mir, wir laufen jetzt einfach hier mal so zickzack hin und her und schauen einfach mal. Also wir hatten auch ein Momentum, wie gesagt, so unsere Probleme, solche Dinge zu finden. Weil wir wollen natürlich nicht immer vorher beigehen und im Zuschauermodus da die ganze Map durchwursteln. Oder mit Befehlen dann Dinge suchen. Ui, hier geht's aber richtig. Da schaut mal. Boah. Nee, danke. Jetzt nicht. Wichtig ist, dass man halt seine Missionen macht. So, und wir sind jetzt hier in einem Tannenwald. Das heißt, wir werden jetzt mal unsere Axt schwingen. Ich habe ja gesagt, wir nehmen uns Fichtenholz für die Häuser, weil da möchte ich schon in der Art bleiben. Also, dass ich Fichte nehme. Und weil ich finde einfach die Dinge, die man da draus machen kann, schöner. Wir werden jetzt aber nur die kleinen hier alle mitnehmen. Hallo, gibst du mir mal mein Holz da oben? Hallo, Holz. Dankeschön. Also wie gesagt, die beste Art, also so eine Ausgrabungsstelle zu finden ist, ihr müsst euch wirklich dann notfalls die Mühe machen. Und im Zickzack dann durch den Birkenwald zum Beispiel laufen. So, wir haben es gleich wieder Nacht, wie ich sehe. Da ist ein Hühnchen. Hühnchen? Dankeschön. Okay, Feder haben wir auch schon. Das heißt, und Steine haben wir auch genug, um einen Ofen zu machen. Wir haben schon Kohle gefunden. Das heißt, also, wir können uns notfalls einen Pinsel basteln. Hier sind noch mehr Hühnchen. Er hat aber keine Federn gehabt. War ein Nackthühnchen. Na komm. Der. Mann, räumt euch doch nicht immer so. Ich will euch doch nur an die Federn. Also manchmal könnt ihr auch hüpfen, um den letzten abzubauen. Das geht auch. Ab. Okay. Sind ganz schön viele Hühner. Ja, und manchmal, wenn es dann nicht klappt, müsst ihr halt echt hochstecken. Okay. Hier ist wieder Birke. Also wir wissen zumindest, wir haben hier ein Fichtenbiom. Also wir brauchen auf jeden Fall noch viel, viel mehr Fichte. Das reicht bei weitem nicht. Also wir brauchen da richtig schön viel. So, aber leider ist jetzt schon wieder halb Nacht und dann werden wir halt erstmal kampieren hier. Wie gesagt, also ich möchte halt so bei dem Holz bei Fichte bleiben und ansonsten andere Steine immer mal verwenden oder farmen. Und da wir viel Zeit haben, wie gesagt, und diese Serie noch sehr lange gehen wird, habe ich natürlich jede Zeit, um mir meine Ressourcen hier alle Stück für Stück zusammenzubasteln und zu suchen, mit Abenteuer die Gegend zu entdecken. Und ja, wie gesagt, nehmt euch Zeit. Keiner muss durchs Spiel rennen. Weil es wäre nämlich auch viel ineffektiver, sage ich jetzt mal so, wenn ich beigehen würde und würde meine Fichten, die ich da habe, immer wieder auf und ab und so bauen. Es sei denn, ich nehme diese Vierer-Dinger, diese Riesendinger, das kann man natürlich auch machen. Aber
gesagt, wir haben jetzt schon Fichten hier gefunden, also können wir die auch gleich mitnehmen. Und vor allen Dingen, ihr wisst ja, ich gehe gerne auf Abenteuer. So, okay. Abenteuer, Fichte. Wie viel haben wir jetzt? Ja, knapp ein Stack. Nehmen wir die kleine hier noch mit. Haben wir ein Stack wieder. Wir brauchen sehr, sehr viel. Und den Rest können wir eigentlich dann so machen. Weil sonst haben wir wieder zu gemülltes Inventar. Ist auch nicht so toll. Okay, dann laufen wir hier mal weiter und schauen mal, was uns hier noch alles erwartet. Hier haben wir noch Kürbis, brauchen wir nicht, haben wir angepflanzt. Und ja. Wie gesagt, schaut euch immer richtig schön um, weil im Birkenwald, sagen wir mal, ist die Chance, dass man so eine Ausgrabungsstelle schneller entdeckt. Ganz einfach aus dem Grund, weil das eben diese bunte Keramik ist, die dann doch ziemlich auffällig ist. So, das ist hier aber ein Mischwald und da habe ich eigentlich bis jetzt noch nichts gehört, dass man hier sowas finden kann. Es wäre natürlich so ein Leckerli, aber das ist hier richtig, richtig schön hier. Dann schauen wir zwischendurch mal auf die Map. Und ich würde sagen, ja, wir gehen weiter in die Richtung, da wo das Schwarze auf der Map ist. Mal gucken, dass wir hier irgendwann mal rüberkommen. Nein, nein. Hier wäre eine schöne Stelle. Könnten wir rüber. Hütchen. Ich will doch nur mein Boot ins Wasser setzen, also wirklich. Schaut mal, hier ist das Dorf wieder. Erinnert ihr euch? Ihr könnt natürlich jetzt auch Zuckerrohren alles mitnehmen, aber in dem Dorf waren wir schon, wie ihr sehen könnt auf der Map. Da sind ganz, ganz viele Tiere. So, und ich möchte jetzt einfach mal in die Richtung weitergehen. Dann wir gehen da gleich mal links hoch und gehen dort weiter. Weil hier sind wir ja überall schon rumgefahren. So. Okay. Ja, ein bisschen Orientierung hier. Haben. Okay. Also da ist alles noch schwarz. Da möchte ich jetzt hin. Und müssen wir uns gleich meine neue Axt machen. Ja, auch noch Wasser. Naja, Wasserfall. Jetzt bestimmt auch ganz tief runter. Sag ich doch. Okay. Irgendwie mal hier so, in die Richtung möchte ich. Na, 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 na. Und das Schöne ist ja, wie gesagt, mit der Karte, wenn ihr dann mal ganz voll seid oder so, könnt ihr natürlich porten. Ihr könnt euch die Stellen markieren, die besonders schön sind. Und all solche Dinge. Ja? So, jetzt haben wir hier auf so einer Ebene. Und dann laufen wir mal Richtung schwarzen Zipfel da. Einfach mal neue Dinge. Das, was übrigens auch gut ist, wir haben ja schon etliche Eier eingesammelt. Das heißt, wir könnten auch eine Hühnerfarm dann bauen und also Sachen. So. Hier gibt es weiße Pferde und ein tiefes Loch, wie ihr seht. Oh Gott, das ist aber richtig tief. Schaut mal. Ich schleiche mich mal bis an den Rand. Schaut mal, wie tief. Wow. Aber wir wollen ja jetzt keine Höhlen erkunden, sondern neue schöne Steine entdecken. So, hier gibt es Kürbisse ohne Ende. Oder vielleicht meinen Tempel entdecken noch. Oder also diese Ruinen. Ihr wisst schon, was ich meine, die da manchmal am Wasser auch spawnen. Also die sind nicht nur am Wasser, sondern manchmal findet man die Tatsache auch am Rand. Oder Portale. All solche Dinge hat.
Ihr seht, ich habe hier sehr, sehr viele Tiere mittlerweile. Das, was wir natürlich auch machen können, ist, wenn wir zum Beispiel Kirsche finden oder so, könnten wir natürlich das Kirschholz auch mit reinbauen. Und ihr seht schon, hier brennt. Also aufpassen, Lava spuckt. Da oben sieht es auch interessant aus, aber ich bin immer so ein bisschen so, ich mag gerne so Dörfer finden und. Hey, jetzt wäre ich beinahe da ins Loch gefallen, weil gerade in dem Moment so ein kleiner Leck kam. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich grundsätzlich nie über die Maps renne, weil meine Karte sich nicht schnell genug laden würde. Mal schauen, was auf dem Hügel. Ui, seht ihr auch, was ich sehe? Ah. Und den hat man anscheinend nirgendwo Ruhe. Ich habe ganz schön viele Türme hier in der Umgebung. Aber heute habe ich nicht so wirklich die Lust, mich wieder mit Pillagern anzulegen. Und das, was ich immer besonders auffällig finde, es leben wahnsinnig viele Kühe immer in der Nähe von diesen Pillager-Türen. Da, wir schleichen uns einfach um den Turm rum. Und Bienchen und so müssen wir ja auch noch machen. Also kriegen alle so ein Häuschen, denn das ist so meine Idee dahinter. Dann schauen wir mal. Ich glaube mit. Scheint aber keiner momentan zu Hause. Denn die schleichen hier bestimmt durch die Botanik. Oh Mann. Schleichen einfach ganz frech dran vorbei. Das heißt aber für uns, es ist hier irgendwo in der Nähe ein Dorf. Ein Dorf. Seht ihr, wie viele Kühe hier sind? Das ist doch echt auffällig. Das ist doch echt auffällig. So viele Kühe. Aber nur hoffen, dass wir jetzt nicht unbedingt auf die Patrouille treffen. Das wäre nicht so gut. Na, na. Was wir auch machen könnten, ist, wir hatten ja einen Mangrovensumpf entdeckt. Also da uns Holz suchen. Also wenn wir jetzt hier nichts Besonderes finden, können wir natürlich auch so eine Kombination aus Kiefernholz und also nicht Kiefer, Tanne, also Tanne und also Fichte und Mangrove machen. Es geht auch. Ei, ei. So, sind wir hier in so einem Eichengedönswald wieder. Und was wir vor allen Dingen ja auch machen wollten, wir wollten ja mal so eine Azalea untersuchen, ob wir da Tatsache eine Lush Cave drunter finden. Das müssen wir auch noch machen. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren so aufschreiben. Also jetzt nicht allzu verrückte Dinge, aber so in den Kommentaren mal aufschreiben, welche Häuschen ich bauen könnte. Also jetzt mal abgesehen von den Villager-Häusern, aber so, was es da alles gibt in euren Vorstellungen, was ich denn mal bauen könnte. Pizza. Großer Farn gibt es hier. Schere habe ich mit. Fällt mir gerade ein. Diesmal habe ich Schere mit. Also, wie gesagt, in diesen Fichtenwäldern hier findet er keine Ausgrabungsstellen. Das müssen diese gemischten sein mit Steinen. Na toll. Laufen wir lang? Wir laufen mal lang. Laufen wir, dass wir hier hochkommen. Weil es wird schon wieder Nacht. Wie ihr sehen könnt. Ab. Okay. Hallo Kuh. Also. Es sind wirklich sehr, sehr viele Tiere mittlerweile hier unterwegs. Es ist echt, es ist sehr faszinierend. Ja, wir werden gleich wieder im Wäldchen und dann schlafen. Mal sagen, wir gehen hier einfach hin. Eine Runde schlafen.
Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare auf, was ihr glaubt, was ich denn unbedingt an Häuschen bauen soll. Das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Ihr erinnert euch, der Community-Server fing auch mal so an. Da sind wir übrigens ganz fleißig dran, das zu machen. Und also wie gesagt, die sind da schon so mega fleißig am Bauen gewesen. Nein, nein, nein. Also hier sind echt viele Tiere. Aber wir haben bis jetzt noch nicht irgendwie wirklich neues Biom wieder entdeckt. Und vor allen Dingen, was wir auch machen müssen, wir müssen jetzt langsam mal zusehen, dass wir auch unter anderem ein Netherportal kriegen. Dazu müsste ich aber noch ein paar mehr Levelpunkte kriegen, zum Beispiel, damit wir anfangen können, unsere Sachen zu verzaubern. Weil wir haben ja jetzt schon unsere Ausrüstung zusammen. Oh, schaut mal, da vorne ist so ein Fichtenbiom, von dem ich geredet habe. Da. Können wir ja einfach mal. Müssen wir mal angewöhnen, immer nach oben zu gucken. Yay. Okay. Das ist so ein Fichtenbiom, von dem ich geredet habe, in dem es diese Ausgrabungsstellen gibt. Aber das Problem ist, wie gesagt, man sieht sie halt nicht auf der Karte. Also wir können es ja mal überprüfen. Wollen mal ran. Und wie ihr sehen könnt, ne? Also es gibt zwar immer so, wo hier so lila Punkte sind. Wir könnten es ja mal probieren. Wir machen mal uns so einen Temporary Waypoint. Schauen mal, ob wir den irgendwo finden auf dem Ding. Jetzt, ich stehe jetzt erstmal auf und baue jetzt erstmal das Boot ab. So, und dann schauen wir doch mal, wo ist dieses X? Das X ist da. Da. Und dann schauen wir doch mal ganz einfach, ob jetzt diese lila Punkte auf der Map eine Ausgrabungsstelle sein könnten. Das wäre der Hammer. Also dann könnte man das nämlich doch sehen. So, wir probieren es jetzt einfach mal. Ich muss jetzt irgendwie durch den Wald hier durch. Auf jeden Fall gibt es hier Füchse, wie ihr gesehen habt. Oh, das muss jetzt hier irgendwo hinter sein. Mal, ich muss mich. Oh, au, 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 au. Also hier sind irgendwo angeblich lila. Hey. Leute. Ich sag jetzt mal nix. Also, ihr habt gesehen, auf der Map, wenn man genau hinguckt, dass da lila Punkte waren. So, das heißt, wenn ihr die Map habt, müsst ihr einfach gucken, wo so bunte Punkte sind. Also manchmal ist es ein bisschen irreführend. Also, wie gesagt, ne? Also, ich habe jetzt einfach mal wissen wollen, was diese lila Punkte sind. Und ich stehe auf einer Ausgrabungsstelle. Wow! Aber ich sag mal so, wir müssen jetzt noch einiges vorbereiten, damit wir da reingehen können. Und das mache ich aber erst in der nächsten Folge. Okay, bis dann. Tschüss, eure Bubu.